Hallo aus dem Husky-Gehege. Heute mit der dreckigen Bonnie. Bei uns ist nämlich gerade viel mit Regen, Schneeregen und so weiter. Heute kommen wir zu einem Futter, was ich vorher gar nicht kannte. Einer von euch hat es mir mal zum Durchgeben gesagt. Und zwar heißt das Futter Kennegan. Aber wie gesagt, es ist nicht so wirklich bekannt. Also ich kannte es vorher nicht. Wäre mal interessant, wer es von euch kennt. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Das Logo ist schon mal ziemlich cool von Kennegan. Das gefällt mir sehr gut. Auf der Homepage kennegan.co.uk, da ist ein richtig cooler Trailer. Also den Trailer haben sie richtig gut gemacht, also mit Musik und Wolf und so weiter. Ist richtig, richtig schön gemacht. Also da Marketingtechnik echt Hut ab, richtig toll. Der Gründer ist der Edward Milburn. Der Sohn James Milburn ist auch mit dabei. Und das Futter gibt es nicht in Supermärkten oder Discountern, sondern die Firma möchte unabhängigen Händler unterstützen. Also das heißt quasi, der war selber mal selbstständig mit so einem kleinen Futtermittelhandel, der Edward Milburn, und fand es damals immer nicht so gut, wenn es das gleiche Futter, was er verkauft hat, irgendwie in Discountern gab und dann viel günstiger und so weiter. Deswegen will er das nicht in großen Discountern haben. Das Futter gehört zur Kennegan Group, Simply Pet Foods Limited. Der Slogan des Futters ist The Food of Their Ancestors, also das Futter ihrer Ahnen. Damit meint er also quasi hier die Wölfe. Und laut Internetseite ist es Großbritanniens bestes getreidefreies Hunde- und Katzenfutter. Also die haben auch Katzenfutter. Kennegan, was ich ziemlich cool fand, dass sie erklärt haben, wo der Name herkam, weil das machen die meisten Futterleute nicht so sehr, wenn sie irgendwelche ungewöhnlichen Namen haben. Und das finde ich auch ziemlich cool, das kommt vom keltischen Wort Wolf, Kanagan. Also das finde ich auch ziemlich cool, weil keltische Mythologie hat mich schon immer ein bisschen fasziniert. Also ihr seht, ich bin da schon leicht begeistert vom Marketing, das hat mich voll eingelullt. Die sagen, die Grundlage, das sind zwar domestizierte Haustiere, aber die Grundlage bildet immer noch der Vorfahr, weil die Ernährungsbedürfnisse sich nahezu nicht verändert haben. Bin ich auch der Meinung, weil sonst hätte sich auch, sage ich mal, das Äußere unseres Hundes oder unserer Katzen geändert, wenn die wirklich jetzt auf einmal zu Vegetariern mutiert wurden, wären etc. und kein Wolf mehr ähneln würden. Dann, was denn auch wichtig ist, ist es biologisch artgerecht. Also der größte Teil der Nahrung eines Hundes ist Fleisch. Der restliche Teil kann dann aus Gemüse bestehen oder Früchten oder Beeren. Und Kennegan hat dies nachempfunden. Das ist ihre Firmenphilosophie. Als Fleischsorten haben sie englisches Freilandhuhn, schottischer Wildlachs, Hering, Forelle und britisches Naturwild, das heißt Ente, Hirsch und Kaninchen, und britisches Rind und Lamm. Wie schon weiter vorher gesagt, kein Getreide im Futter, das ist Kennegan auch sehr wichtig, keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe, auch keine genetisch veränderten Zutaten. Was ich auch nochmal gut finde, ist, dass sie nochmal betonen, Farbstoffe gehören nicht ins Hundefutter, weil die Farbstoffe sind eigentlich nur für den Besitzer da, dass wir Hundebesitzer sagen, oh, das sieht aber schön aus. Dem Hund ist es ziemlich wurscht, wie intensiv die Farbe seines Futters ist. Hauptsache, das Futter schmeckt und das Futter ist gut von der Zusammensetzung. Und da ist, wie gesagt, die Farbe ziemlich egal. Also da kommt es eher auf den Geschmack drauf an. Konservierungsstoffe nehmen sie Vitamin E, also auch keine künstlichen Konservierungsstoffe. Was man schon sieht, ist es ziemlich preisintensiv. Was nicht so rauskommt, ob es Lebensmittelqualität ist, das steht jetzt nicht direkt drauf. Ich muss aber zugeben, ich habe jetzt auch nicht direkt nachgefragt. Ich hatte eine allgemeine Anfrage geschickt, das ist leider nicht beantwortet worden per E-Mail, aber wer weiß, wo das rausgekommen ist. Also bei Amazon ist es sogar noch teurer. Also es gibt es auf verschiedenen Händlern in Deutschland zu kaufen, auch bei Amazon, aber wie gesagt, da ist es auch relativ preisintensiv. Auf der PETA-Liste ist es leider nicht drauf. Also die, die meine Videos kennen, die wissen, PETA-Liste ist die Liste mit tierversuchsfreien Futtermittelherstellern. Wie gesagt, da ist Kennegan leider nicht zu finden. Die haben nicht nur Trockenfutter, sondern auch Nassfutter, Leckerlis und wie gesagt das Katzenfutter im Angebot. Trockenfutter haben sie für alle Hunde, also für kleine Hunde, für große Hunde, für übergewichtige und für ältere Hunde, also da verschiedene Sorten. Da ist also auch für jeden was dabei. Ich habe mir einfach mal eine Sorte rausgesucht. Und zwar habe ich mir genommen das Country Game. Das ist jetzt für alle Hunde, also nicht irgendwie besonders für große, für kleine, für sensible, sondern für die ganz normalen Durchschnittshundis. Das Country Game heißt auch britisches Naturwild mit Ente, Hirsch und Kaninchen. Dann ja, klingt das auch so ziemlich gut schon mal. Gucken wir uns dann mal die Zusammensetzung genauer an. Wenn man hier schaut, entbeintes Entenfrischfleisch, gut, davon muss man halt die 70% Wasseranteil abziehen, was ja Frischfleisch ist, dann haben wir Enten-Trockenfleisch,
Weiter später kommt noch getrockneter Hering und entbeintes Hirschfrischfleisch. Auch davon wieder die 70% ab. Noch weiter hinten haben wir Geflügelfett, dann Kaninchentrockenfleisch, Hirschtrockenfleisch. Und ja, das heißt, wenn man so ein bisschen zusammenrechnet, ist es ungefähr so 41% Fleischanteil in der Trockenmasse. Das ist echt gut. Also muss ich sagen, war ich echt überrascht. Weil das, finde ich, ist um einiges größer als bei den ganzen bekannten Marken, die man so ja, jederzeit irgendwo bei der Werbung begegnet. Auch eine gute Sache ist das Lachsöl. Ja, dann haben sie noch Süßkartoffeln, Erbsenkartoffeln und Trockenei, Luzerne, Grünmehl. Dann Erbsenprotein, ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd, weil da haben sie auch Erbsen drin, wieso auf einmal nur das Erbsenprotein? Jo, das ist jetzt so ein kleiner Minuspunkt für meine Verhältnisse, weil einfach, ich finde es immer gesünder, wenn man das so reintut, wie es ist. Also das heißt Erbsen oder Süßkartoffeln, Kartoffeln, als wenn man das irgendwie verändert oder irgendwas rauspickt, weil die Natur weiß eigentlich schon, was gut ist. Und man muss es eigentlich als Mensch immer gar nicht so, sag ich mal, auseinanderklamüsern oder irgendwie verändern. Was mir dann noch auffällt, neben dann ja, Mineralstoffen, Vitamine, Äpfel, Karotten, Spinat, Seetang, ist die Oligofructose. Oligofructose ist im Endeffekt süß, also das heißt, es schmeckt süßlich. Es ist sowas wie ein natürlicher Lockstoff, könnte man sagen, wenn man es mal so nehmen könnte, weil Hunde mögen es so wie wir vom Geschmack her. Süß ist lecker und deswegen essen sie dann lieber. Also viele Hersteller begründen das immer mit, ja, das ist gut für die Darmbakterien. Aber wenn ihr euch jetzt so natürliches Futter anschaut, also einfach, wenn jetzt ein Wolf ein Kaninchen frisst, tut er da ja auch nicht einfach sagen, okay, dann nehme ich noch ein bisschen Fructose dazu, weil das ist irgendwie lecker. Das ist einfach im Kaninchen im Mageninhalt und den ganzen Zutaten eigentlich schon drinne. Ja, muss dann jeder selber sehen. Ansonsten gefällt mir die Zusammensetzung sonst sehr gut. Also muss man sagen, dafür, dass ich das echt gar nicht kannte, war ich echt sehr, sehr überrascht, wie gut das ist. Was mich jetzt, wie gesagt, stören wird, das sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Ey, wie meine Kamera? Ich. Ein paar Kleinigkeiten wie Erbsenprotein, Kartoffelprotein, gut, dann die Fructose. Was halt auch für die meisten überlegenswert ist, ist der Preis. Wie gesagt, das ist, wenn man es jetzt mal so umguckt, relativ preisintensiv. Und das kommt halt aus Großbritannien. Also das heißt, ich bin immer so ein Fan von regionalen Futterherstellern. Einfach, dass man sagt, okay, man unterstützt zum einen die Wirtschaft, zum anderen einfach sein eigenes Land ein bisschen. Und zum anderen, wenn man jetzt gerade diese ganze Klimasache anschaut, spart man sich Transportwege, wenn man sich Futter von irgendwo in einem anderen Land herholt. Wenn man aber in Großbritannien einheimisch ist, finde ich das eigentlich eine ziemlich coole Sache auch. Besonders, weil es auch wirklich das Fleisch aus Großbritannien nehmen und auch ein bisschen drauf achten, wie zum Beispiel Freilandhuhn, ist auch nur eine coole Sache. Ja, man will ja, dass es den Hühnern gut geht. Und schottischer Wildlachs klingt auch ziemlich cool, weil noch Lachs nicht gezüchtet, sondern irgendwo noch wild her. Kleiner Nachtrag noch. Die anderen Futter Mittelsorten von Kennergan für die normalen großen Hunde und normal alten Hunde sind auch relativ gut. Also es ist jetzt nicht eine Ausnahme, dass das Country Game gut ist, sondern die anderen sind ähnlich von der Zusammensetzung her. Also der Fleischanteil variiert da manchmal zwischen 35 wieder bis 40%. Also ist alles mit dabei. Habt ihr das Futter schon mal getestet? Mich würde es interessieren, wie es eurem Hund geschmeckt hat, wie es eurem Hund damit ging. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Futterhersteller habt, über die ich noch kein Video gemacht habe und die ihr gern mal näher durchleuchtet haben möchtet, schreibt es auch in die Kommentare. Ich freue mich über eure Vorschläge, erweitere meine Liste gerne. Und ansonsten, wenn ihr mal wissen wollt, was wir füttern oder einfach eine Futterberatung haben möchtet, schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich über eure Anfragen und beantworte die auch relativ zeitnah. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wer es noch nicht abonniert hat, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns über die Abonnenten. Bis später. Ciao. Ach, jetzt kommt der Whisky an. Jetzt, wo das Video vorbei ist. Ja, was? Na, guck mal. Die ganze Zeit war nur die Ivy im Video. Ja, nur die Ivy. Jetzt bist du nur da. Willst du auch noch mal was sagen? Ich will auch noch Tschüss sagen. So ein hübscher Hund. So ein hübscher Hund. So ein hübscher Hund. Ja. Vorsicht, Kamera.